Hallöchen, meine lieben Damen und Herren. Ich denke mal, jeder von euch möchte gerne hier die Goldtarnung erreichen für alle möglichen Waffen und Dark Matter freischalten. Und ja, beim Granatwerfer M79 hängen viele Leute fest, denn das Ding kann schon mal nervig werden. Aber mit den richtigen Tipps und Tricks könnt ihr hier die Goldtarnung relativ einfach erhalten. Wenn ihr drauf Bock habt, gerne dranbleiben beim Video, natürlich. Wir starten auch direkt mit den Tarnungen und mit ein paar kleinen Tipps, die ihr leicht erhalten könnt. Und let's go! Der Anfang wäre relativ einfach, da müsst ihr nur Leute eliminieren. Die Aufgabe macht ihr eigentlich nebenbei. Bei der Streifentarnung hängen viele Leute aber fest. Aber gleich mehr noch darüber. Dann hätten wir hier noch die klassische Tarnung. Und die macht ihr im Normalfall auch nebenbei ohne Probleme. Dann geometrisch. Ja, die Aufgabe kann nervig werden, in der Tat. Dann hätten wir Flora, Leute hinterm Headglitch töten, dadurch meine Probleme. Aber die Aufgabe macht ihr im Normalfall auch nebenbei. Dann Wissenschaftstarnung, da hängen viele Leute auch fest. Tja, mein Tipp. Bodenkrieg, Operation Firebomb und einfach reingrinden. Am Ende wäre nur noch übrig, Doppelkill machen. Die macht ihr auch nebenbei ohne Probleme. Und dann hättet ihr die Waffe durch und hättet die Waffe auf Gold. Apropos Gold, wichtiger Tipp, nehmt immer Sturmpakete mit, damit könnt ihr mobil eure Muni nachladen. Dann noch der wichtige Tipp, bei den Perks wäre Techniker oder Splitterschutz enorm wichtig. Gleich wie hier Plünderer, unbedingt mitnehmen, gerne gleich mehr darüber nochmal. Und dann Gung-Ho, Geist, Kaltblütig, Ninja, gerne wie ihr wollt, einfach reinpacken. Aber der wichtigste Punkt, Draufgänger. Mit Draufgänger habt ihr mehr Granaten mit am Start und habt auch weniger Probleme mit den Aufgaben. Und yo! Mein bester Tipp wäre natürlich, startet durch in Hardcore-Modi. Da könnt ihr nur mit einer Granate im Normalfall immer einen einfachen Doppelkill machen. Und auf der Karte Armada habt ihr eine Menge offene Flächen und eine Menge Headglitches mit erhöhter Position, wo ihr ganz einfach eure Fernkämpfe machen könnt. Fernkämpfer, Feinde hinter Deckung und Co. kein Problem. Aber wenn ihr keine Muni mehr habt, auch kein Problem. Durch blindere Päckchen könnt ihr mich Granaten nachfüllen. Gleich die Raketen für den Raketenwerfer. Und ja, wenn ihr mal nicht treffen solltet, ja, euch nicht aufregen, ihr habt natürlich hier am Anfang kein Gefühl für den Granatwerfer, aber im Nachhinein entwickelt ihr ein Gefühl, wie ihr damit perfekt treffen könnt. Wenn ihr ein klein wenig geduldig abwartet, könnt ihr gute Longshots machen. Und wenn ihr keine Muni mehr habt, auch hier die normalen Muni-Pakete, die überall rumliegen, einfach gerne verwenden. Ein weiterer Tipp wäre eventuell noch, wenn ihr einen Monitor habt, dass ihr euch einen Punkt in die Mitte reinklebt. Tja, einige Leute haben einen Monitor mit einer Funktion dafür, andere natürlich nicht. Da wäre ein Tipp, was einige YouTuber auch genannt haben. Nehmt euch Klebeband, nehmt euch ein Stück Papier, macht euch ein Fadenkreuz, damit ihr auch leichter treffen könnt. Braucht ihr nicht unbedingt, könnte man aber eventuell machen. Und ja, Killstreaks kaputt machen. Im Normalfall, wenn Gegner hier Geschütze reinnehmen, könnt ihr die leicht kaputt machen. Wenn Leute mal im Headglitch rumeiern und ihr die nicht treffen könnt, euch nicht aufregen, knallt ihr einfach ab mit eurer Primärwaffe, denn ihr wollt natürlich auch andere Waffen noch gerne hochleveln. Und wenn ihr wieder Muni habt, macht einen guten Longshot und rächt euch an den Gegnern. Und wenn wir schon mal beim Thema wären, ja, Longshots könnt ihr relativ einfach machen. Entweder auf bestimmten Karten wie Armada, Crossroads und Co. Oder ihr macht natürlich hier einen kleinen Trick hier aus Checkmate und killt natürlich über die komplette Karte. Für einen Longshot gebe ich euch den Tipp, trainiert ein klein wenig, achtet auf die Karte, spielt im privaten Game, guckt mal, wie die Granaten fliegen. Und ja, mit ein klein wenig Übung und mit genug Muni bekommt ihr auch einen guten Longshot hin. Auf der Karte Checkmate hatte ich in einer Runde mal 30 Stück und ganz ehrlich, das geht total schnell. Mit ein klein wenig Geduld, mit ein klein wenig Übung, wie schon erwähnt, oder mit den richtigen Karten und mit Muni-Paketen natürlich, habt ihr die Fernkämpfe innerhalb ein paar Runden fertig. Keine Sorge, die gehen echt einfach. Aber der nächste Punkt wäre der Doppelkill oder mehrere Leute töten, ohne zu sterben. Und mein Tipp dafür, viele Leute kennen ihn ja schon, einige noch nicht. Ihr könnt im Normalfall mit dem Granatwerfer in der Hand Leute niederschlagen und ihr bekommt dafür einen Kill berechnet. Bedeutet, ihr könnt einfach reinpushen, Gegner eliminieren in den Nahkampf, noch ein paar Leute abknallen mit dem Granatwerfer und die Aufgabe wäre in wenigen Runden Nuketown oder Crossroads auch fertig. Wenn ihr da aber Probleme habt, nicht euch aufregen, die Aufgaben können manchmal echt dumm und nervig hier gestaltet werden von den Call of Duty Entwicklern, ich kenne die Probleme ja auch, aber nach ein paar Runden habt ihr die Probleme eigentlich bewältigt und ein Doppelkill geht eh recht einfach. Ja, mein größter Tipp wäre aber wirklich wie immer, Bodenkrieg mit Teamkameraden spielen. Und dann bei Bodenkrieg könnt ihr Fernkämpfer leicht machen, da könnt ihr hier Verteidiger leicht machen, Doppelkill leicht machen. Ihr hättet überall Muni-Pakete parat und der wichtigste Punkt, ihr wollt natürlich eure Killstreaks kaputt machen. Aber dafür werden natürlich auch hier Fahrzeuge berechnet, Panzer, Quad und Co. Einfach abknallen
Und in wenigen Runden hättet ihr die Aufgaben auch durch. Wenn ihr da aber noch Probleme habt, gerne reinschreiben in die Kommentare, ich kann euch gerne weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks kennt, gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich bin mal auf eure Meinung auch gespannt, wie euch hier mein Video geholfen hat. Gerne reinkommentieren, gerne mein Video bewerten. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Ich habe auch noch eine Playlist mit weiteren Waffen, wie ihr die leicht auf Gold bekommen könnt. Gerne abchecken und an der Stelle, meine Freunde, haut rein, goodbye und viel Glück mit dem Granatwerfer.